kommen die 5 besten Autos bis 25.000 Euro der Autobild-Redaktion. Platz 5 geht an den Roadster aus Japan. Ja, an den Roadster. Denn wenn man ehrlich ist, gibt es genau ein Modell, was unter 25.000 Euro zu haben ist und perfekt auf diese Beschreibung passt. Den Mazda MX-5. Für knapp 23.000 Euro bekommt man den Frischluft-Nippon in seiner Basisversion, die eigentlich auch schon perfekt ist, um das Roadster-Fahren zu genießen. Ohne viel Schnickschnack und mit 131 PS ausgestattet, geht der MX-5 in 8,3 Sekunden auf 100, schafft 204 km/h Spitze und trinkt laut Mazda nur 6 Liter Super. Inklusive ist das Grinsen im Gesicht, wenn man ihn fährt, die knackige Schaltung und die Chance per Hand, das Verdeck in knapp 3 Sekunden zu öffnen. Dieses Auto leicht, luftig und spaßig, ein echter Roadster zu einem verträglichen Preis. Platz 4 geht an den Opel Adam in der S-Version. So motorisiert fährt Eva gern mit dem 1,4 Liter Turbobenziner, um sich Äpfel zu klauen. Der NMS hat 150 PS und kommt damit nach 8,5 Sekunden bei Tempo 100 an. Der Vortrieb reicht bis über die prestigeträchtige 200er Marke und das alles kann man sogar sozialverträglich mit 5,9 Litern Verbrauch durch die Stadt schaukeln. Wenn man denn will. Deutlich spaßiger geht es natürlich, wenn man den Gasfuß ein bisschen spielen lässt. Opel empfiehlt allerdings das teure Super Plus. Das Schöne, bei einem Preis von 18.890 Euro bleibt noch Kohle für Sprit übrig und auch für optische Spielchen, Komfort sowie Assistenzsysteme. Für 25.000 Euro bekommt man einen Adam, den sogar eine Schlange nicht ausbremsen kann. Platz 3 geht an einen Gebrauchten, der BMW 525i in seiner Baureihe E60. Das ist bayerischer Motorenbau in Bestform. Ein herrlicher Reihensechszylinder mit 192 oder sogar 218 PS. Gehen wir mal von der schwächeren Variante aus, schafft er den Sprint auf 100 in 7,9 Sekunden und kommt auf der Autobahn bis 238 km/h. Der Verbrauch ist allerdings relativ hoch. 9,4 Liter sind nicht unbedingt zeitgemäß, aber dafür gibt es die ersten Exemplare auch schon für rund 10.000 Euro. Da ist noch Geld für etwas Benzin übrig und selbst Reparaturen sind noch im Budget. Dazu kommt, dass der E60 nicht gerade als Problemkind bekannt ist. Ein großes Auto für überschaubare Kosten und einem wundervollen Reihensechszylinder unter der Haube. Herz, was willst du mehr? Zwar etwas ungewöhnlich, aber auf Platz 2 der Glücklichmacher für 25.000 Euro sehen wir ein Auto, das erst im September 2016 offiziell vorgestellt wird. Bisher fährt er noch getarnt rum. Die Autobild-Retusche ist allerdings ganz nah dran. Der Skoda Kodiaq. Ein dickes Ding, dieser Tscheche. VW-Technik drunter, nämlich die des Tiguan. Mehr Platz als das Original und sogar günstiger. Der 4,70 Meter lange Kodiaq macht vieles richtig. Sogar eine dritte Sitzreihe und entsprechend Platz für bis zu 7 Personen sind drin. Oder rund 2000 Liter Gepäckraum. Beim Fahren helfen variable Stoßdämpfer und reichliche Assistenzsysteme. Im Frühjahr 2017 geht es los und zwar für rund 25.000 Euro. So viel SUV für einen fairen Kurs, das ist selten. Es sind drei Buchstaben, die den Puls in die Höhe treiben. GTI. Längst ein Markenzeichen wie Uhu oder Tempo. Der Pirelli GTI von 1983 ist bereits Legende. Und der Golf 6 GTI Edition 35 könnte ihm folgen. 4 Jahre nach Erstzulassung stehen reichlich Gölfe in den Börsen. Selbst mit schlankem Tachostand, aus pflegender erster Hand und von seriösen Händlern mit Garantie steigt der Kurs kaum über 20.000 Euro. Der GTI war schon immer schnell, aber dabei stets ein Golf und nie eine brutale Rennsau. Sein Fahrwerk ist straff, aber zahnblompenverträglich. Probleme sind bei unverbastelten Autos selten. Seine 235 PS und 300 Newtonmeter holt der 2 Liter schon bei 5500 Touren aus dem heißen Atem seines Turboladers. Auch das empfehlenswerte DSG-Getriebe ist besser als sein Ruf. Gute Ausstattung inklusive Xenon-Scheinwerfern und Kurvenlicht ist Serie. Hier noch die technischen Daten. Leistung 235 PS, von 0 auf 100 geht es in 6,9 Sekunden. Der Topspeed 247 km/h. Der Verbrauch soll bei 8,1 Liter liegen und der Preis, wie gesagt, bei rund 20.000 Euro. Ja, auch der GTI ist zuerst mal nur ein Golf, allerdings einer mit Suchtgefahr und deshalb auf Platz 1 der Glücklichmacher für bis zu 25.000 Euro.